Jo Leute, was geht? Freunde, heute schauen wir uns alle Skibidi Toilet Multiverse Episoden an. Von Folge 1 bis zur neuesten Episode, Folge 20, werden euch alle Episoden in diesem Video erwarten. Unter anderem Folgen, auf die wir bisher noch nicht reagiert haben. Also für jeden ist etwas dabei. Schaut euch die gesamte Geschichte rund um die Clockman an im alternativen Universum von Skibidi Toilet. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, Freunde, wenn euch das Ganze gefällt und abonniert den Kanal. Und wir schauen auf dem Kanal von DOM Studio vorbei. Wir legen direkt los. Leute, und da legen wir auf jeden Fall los mit der ersten Episode. Wir haben den Titan Cameraman und den Titan Speakerman, die gegen die Skibidi Toilets kämpfen. Und die sind... Oh, oh, oh nein. Er will ihn hacken. Und er hat es geschafft. Der Titan Cameraman wurde gehackt. Oh nein. Er hat sich selbst erledigt. Oh mein Gott. Und jetzt? Was passiert jetzt? Er haut ab. Mit den Skibidi Toilets. Und der Speakerman ist jetzt diesmal derjenige, der sie verfolgt. Oh nein. Oh. Was ist das? Yo, was ist das für ein Charakter? Guckt ihn euch an. Er hat eine Uhr auf dem Kopf. So einen schönen Zylinderhut. Wer ist das? Hallo? Bist du aus Alice im Wunderland? Oder wer bist du? Ey, ist das ein Rolex? Was? Was sind das für Leute? Die haben alle Uhren. Okay. Oh! Der kann die Zeit anhalten. Mit Hilfe seiner Uhr kann er die gesamte Zeit anhalten. Okay, das ist cool. Und was macht er jetzt? Jetzt geht er nach hinten. Er dreht die Zeit zurück. Und jeder, der eine Uhr bekommt, der ist nicht von der Vergangenheit betroffen, von dieser... Achtung. Ah, das ist ein Timer. Und jetzt explodiert es. Oh nein. Oh! Alter! Ey, da auf ein Like, Leute. Ey, Bruder, hat kein Like gegeben. Was soll das? Er hat einfach kein Like gegeben. Die erste Folge war auf jeden Fall schon mal richtig cool, muss ich sagen. So, hier haben wir auf jeden Fall Skibidi Toilet Folge 2 vom Multiverse. Oh! Nein! Bro, der Typ hat einfach den Zeitstein von Thanos. Du hast nur 10 Sekunden Zeit. Was war das gerade für einer? Das war der Sanduhrman. Yo, es ist halt wirklich der Sanduhrman. Was? Wir haben nur 10 Sekunden Zeit. Und dieses Skibidi Toilet versuchen wir gerade zu besiegen. Er versucht sich selbst. Oha. Oh mein Gott, das ist genial. Fliegen davon auf dem Uhrenschiff. Ah, was war das? Was habe ich mir da gerade angeschaut? Was habe ich mir da angeguckt? Okay. Webcam. Oh mein Gott, Alter, dieses Meme. Ist es jetzt gerade im Kommen? Ich habe es schon 5000 Mal gehört. Oh mein Gott, das müsste die Basis der Uhrenman sein. Wir nennen sie einfach mal die Clockman. Leute, Real Talk. Real Talk, wenn ihr findet, dass das grafisch und von der Optik her besser aussieht als das originale Skibidi Toilet, dann schreibt einfach mal Ja in die Kommentare. Einfach nur Ja oder eine 1. Alle, schreibt es mal rein. Und wenn ihr mehr sehen wollt, abonniert auf jeden Fall den Kanal. Also die nehmen jetzt die Blumen. Können sie... Das sind safe Dr. Strange Kräfte. Die sind ganz gaga im... Ja, absolut. Okay, wir empfangen eine Nachricht. Mit Morse Code. Oh nein! Wie viele von denen? So viel habe ich noch nie gesehen auf einmal. Und die Cameramen wurden mitgenommen. Und
das wird in Folge 3 gesehen. Hier haben wir Folge 3, Freunde, von Skibidi Toilet Multiverse. Und ich muss sagen, bisher hammermäßig. Richtig geile Story. Richtig nice. Okay. Die Schlacht. Warte, die Szenen kenne ich, glaube ich. Die Reisen durch die Vergangenheit. Wow, 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 wow. Bruder, wer bist denn du? Yo, das ist der Titan Clockman. Das ist, der hat einfach, guck mal, wie viele Uhren der hat. Und außerdem Big Ben. Leute, jetzt sagt ihr euch, warum Big Ben? Big Ben war, Leute, in einer Skibidi-Toilet-Episode drinnen. Und ich glaube, so entstanden die Clockman. Dieser Typ hat einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Uhren alleine hier. Er weiß immer, wie viel Uhr es ist. Das hat einen Vorteil. Und jetzt versucht er mit den Zeitanhaltenden. Oh oh. Sie haben die Zeit auf ihrer Seite. Und. Bam! Oh. Ist das overpowered? Das sind irgendwelche Doctor Strange Zeitfähigkeiten. Warte mal. Wait. Der ist ein Zombie! Er greift die einfach an! Alter! Hey, da ist der Hacker Skibidi Toilet! Da ist einfach der Hacker Skibidi Toilet! Und? Was macht er mit ihm? Wird er ihn einfach so besiegen? Die Uhr. Oh, ich muss weiter gucken. Wirklich richtig, richtig gut, muss man sagen. Folge 4 haben wir als nächstes. Und hier sehen wir den TV-Man. Oh mein Gott, die spielt Schach. Und was macht der? Nein, das Skibidi Toilet Boss. Das ist Skibidi Toilet Boss. Der Typ hat einfach Star Wars-Kräfte oder so. Oh mein Gott. Die haben keine Chance. Hackers, geh mir die Toilet. Und? Das ist ein völlig neuer Gegner. Die Skibidi Toilets wissen nicht, wie man gegen diesen Gegner ankommen kann. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich meine, wenn er mich angreift und ich plötzlich anhalte, dann kann ich ihn nicht angreifen. Dann bin ich einfach freiwillig. Der kann mir einfach alles tun, was er will. Oh. Und da ist der gehackte Titan Cameraman. Nein, nein. Mach es noch nicht. Warum? Und. Oh. Bam, 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 bam. Oh! Was ist jetzt passiert? Ist er gone? Oh nein. Ich dachte, wir hätten den Kampf easy gewonnen. Warum hat er nicht gewonnen? Hier haben wir auf jeden Fall, Leute, Episode 5 und wir sehen als erstes direkt, wie eine Skibidi Toilet runtergespült wird. Und da ist der Speakerman und der Clockman, der Big Clockman. Oh, Moment. Die Uhr spinnt. Oh, es ist der Magnet Skibidi Toilet. Der kann das Movement der Uhren beeinflussen. Habe ich gerade beeinflussen gesagt? Hey, wo kam denn das jetzt her? Na los! Oh, das war nice. Das war nice. Sehr gut. Was ist das? Super Titan Magnet Skibidi Toilet! Nein! Oh nein. Nein. Nein, die Skibidi Toilets haben sich eine Lösung überlegt. Oh Gott, das wird ein Kampf. Das wird ein Kampf, Freunde. Der Titan Clockman zusammen mit der Hilfe vom Titan Skibidi Toilet und der komische mehrbeinige Skibidi Toilet, den ich gar nicht kenne. Aber hier, da haben wir ihn auf jeden Fall, die Skibidi Toilet. Und der ist auf der Seite des Clockman als sein Zombie. Und jetzt schauen wir, wer wird diesen Kampf gewinnen. Magneto oder Doctor Strange, würde man sagen. Eins, naja, drei gegen drei. Das sehen wir hoffentlich in der nächsten Folge.
Dazu haben wir auf jeden Fall jetzt Folge 6 am Start. Und das ist die längste Episode bisher, Freunde. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so ein krasses Finale haben gerade. Es ist aber nicht die letzte Folge. The TSM is back to the headquarter. The TSM. Der Time Skip Man? Time Skip Man? Oder Time Seek Man? Das Hauptquartier ist diese Mondstation. Und warte. Subject is injured but able to fight. He is safe now. Ich glaube, sie reden über Titan Speaker Man gerade, dass er sicher ist. Also, verschieben wir den Kampf? Oh nein. Nein, wir verschieben den Kampf nicht. Der Kampf findet statt! Da ist der Titan Cameraman! Boom! Gegen den Titan Clockman! Und er macht einfach... Hier. Er nimmt die Waffen. Was hat er? Er kann die Uhr nicht so krass benutzen. Oh! Wow! Mit dem Hammer! Und jetzt nimmt er die Shuriken. Yes! Oh, oh nein. Komm. Komm, benutzt die Zeit. Benutzt die Zeit! Yo! Er macht die von innen kaputt. Er macht den komplett kaputt! Das ist der Parasit. Das ist der Parasit, Leute. Die Hacker-Skibidi-Toilet hat sich in das Nervensystem mit dem Kabel in diesen TV-Camera-Titan-Man komplett verwurzelt. Und den hat er jetzt rausgeholt. Jetzt ist die Frage, hat das Titan-TV-Man überlebt? Ich meine Titan-Camera-Man? Oder war es das für ihn? Moment! Er setzt die Zeit zurück. Er setzt ihn zurück. Aber ohne den Skibidi-Toilet. Moment, ich habe gerade gar nichts verstanden. Was ist da passiert? Hat er ihn gehen lassen? Hä? Was ist hier passiert? Er hat ihn zurückgesetzt und gesehen, Bro, man muss ihm helfen. Er ist nicht aggressiv. Er ist nur befallen von den Skibidi-Toilets. Und jetzt dachte sich der Hacker Skibidi-Toilet, dass er sich noch ein Magnet holen kann. Oh nein. Oh nein, sie halten ihn gefangen. Sein Uhrenkonstrukt ist überhitzt. Und er kommt wieder. Nein. 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 Nein, 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 nein. Nein, ihr wollt ihn nicht hacken. Bro, der Typ hat ihn doch besiegt. Ey, das gibt's nicht. Der Titan Clockman hat Titan Cameraman besiegt. Und jetzt hat er den gleichen Kampf nochmal und hat ihn verloren. Und jetzt hat die Hacker Skibidi Toilet und der Titan Cameraman den Titan Clockman auf ihrer Seite. Das Ganze ist jetzt dramatischer, als es angefangen hat. Es braucht also jemand Neues, Leute. Und das schauen wir uns in Skibidi Toilet Multiverse Episode 7 an. Was ist das? Skelett Nuklear Skibidi Toilet. Da sind wieder diese OEA-IOE. Da sind wieder diese OEA-Männer, Alter. Was sind das für diese Webcam? Ah, deswegen! Das sind Webcam-Man. Weil die sind die ganze Zeit auf TikTok unterwegs. Versteht ihr, wegen dieser Billigkamera? Die sind die ganzen auf TikTok. Ich warte auf den ersten Handyman. Leute, Handyman oder iPhoneman, der wird bald kommen. 100%. Ich sage es euch. Message sending. Wir müssen die Nachricht überleiten. Aber wartet, habt ihr das gerade gesehen? Man hat unser Tablet gesehen. Wer sind wir? Hier könnt ihr es nochmal sehen. Wir haben was in der Hand. Wir sind immer noch der Cameraman. Okay, wir sehen die gesamte Story aus der Sicht des Cameraman. Und das bedeutet Folgendes, dass wir als Cameraman in deren Welt eingetaucht sind. Oder umgekehrt, sie sind in unsere Welt eingetaucht. Oh. Oh mein Gott. Nein. Sie haben ihn zerstört.
Kann man ihn reparieren? Er hat ein Uhrenwerk. Oh nein. Der hat keine Power. Hey, hey, schau mal, wer da wieder ist, Leute. Das Gesicht kenne ich woher. Das ist TV-Woman. Aber ey, wen haben wir denn noch? Ich hab's voll verpeilt. Wer ist die denn? Wer ist das denn, Leute? Ist das die Uhrmacherin? Ich nenne sie einfach mal Uhrmacherin. Oder Clockwoman. Oh nein! Nein! Der Cameraman, der einen Crush auf TV-Woman hat, er ist schon wieder enttäuscht worden. Ah, guck mal. Oppenheimer? Oppenheimer? Das ist Oppenheimer! Musik. Okay. Und sie hat ihn gerettet. Sie hat seine physische Form durch die Vergangenheit reisen lassen und ist wieder reingeguckt. Alle, die reingeguckt haben, ist Like da lassen. Okay. Und so wurden sie geheilt. Ey, das ist das irgendwie so... Nochmal reingeguckt. Time has been captured. Wer? Time? Titan. Ah, der Titan Clockman wurde gefangen genommen. Das ist nicht gut. Ich nenne dich mal Uhrmacher. Oh nein. Er ist wütend. Er hat Angst. Und deswegen geht's auf jeden Fall in Skibidi Toilet Multiverse 8 weiter. Und hier ist ein Verhör. Und die Skibidi Toilet will, glaube ich, nicht plaudern. Aber wir kriegen dich schon zum Reden. Oh mein... Okay, ich dachte, ihr wollt ihn zum Reden bringen. Nicht ihn verbrennen. Naja, aber er bringt uns doch nichts. Oh, er kann ihn wieder zurücksetzen. Und jetzt... Er spürt den Schmerz. Und er sagt trotzdem nichts. Und er macht schon wieder. Und jetzt setzt er ihn wieder zurück. Alter, wie cool. Yes, yes, er sagt. Er schreibt auf. Was sind die geheimen Pläne? Das ist, Leute, das ist Real Talk, ein richtig cooler Move vom Clockman. Der hat einfach die Möglichkeit, Leuten Schaden zu machen und ihn dann wieder zurückzusetzen. Voll geil. Also die Zeit zurückzudrehen, für ihn exklusiv. Was machen sie da gerade mit ihm? Der erstmal an seinen Gaming-PC. Skibidi Toilet Base Location wurde anvisiert. Okay, das ist nicht schlecht. Oh, der fünfköpfige TV-Man. Für die, die es nicht wissen, Leute, dieser TV-Man ist in der neuesten Episode von Skibidi Toilet, und zwar 67, glaube ich, oder 66 war es, war er zu sehen. Und er hat auf jeden Fall die Möglichkeit, die Drohnenaufnahmen sich anzugucken. Und so... Oh mein Gott. Alter. Erstmal Silvesterknaller. Was geht denn hier ab? Und der Titan Speaker Man, der macht erstmal dieses Skibidi Toilet fertig. Oh nein! Boah. Diese Hacker Skibidi Toilets hätten ihn fast gecaptured. Was kommt da aus dem Boden? Was ist das? Maulwurf Skibidi Toilet? Nein! Das sind die Bohrer-Man. Wie nennt man die jetzt? Die Akkuschrauber-Man? Wenn ihr wisst, wie die heißen, dann schreibt es in die Kommentare. Wie heißen die? Screw-Man oder irgendetwas? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich sind die aus einem anderen Universum wieder. Aber die können sich durch den Boden durchgraben. Einfach unterirdische Tunnel bauen. Get ready for the next mission. Die nächste Mission ist Rettung. Okay, wen wollen wir retten? Ich glaube, Leute, das war der Titan Clockman. Der wurde ja gecaptured von der Hacker-Skibidi Toilet. Wir werden sehen, ob sie ihn wieder zurückbekommen können. Oh, was für eine schöne Musik. Und so geht's in die nächste Folge. So geht's auf jeden Fall mit Episode 9 weiter. Und die ist schon ein bisschen länger, die Episode. Oh? Was haben die mit dem Skip... Oh mein... Yo! Das müsste der Nagelpistolen-Man sein, oder? Ich komme immer noch nicht auf die klar. Wie heißen die? Nagelpistolen-Man? Naja. Die sind auf jeden Fall ziemlich nützlich. Dafür ein Like, Leute. Dafür ein Like. Aber...
Was kommt denn jetzt? Oh ja, das ist der Helikopter von den Clockman. Und da ist der normale Weckerman. Und die fliegen jetzt weg. Okay. Boah, die ganze Stadt. Oh, warte. Gibt's davon noch einen Titan? Yo! Der Titan-Bohrer-Man! Oh, ich nenne ihn jetzt einfach, ich sag's jetzt, wie es ist, ich nenne ihn Drill-Man. Weil Drill ist ja Bohrer auf Englisch. Und ich nenne ihn einfach den Drill-Man. Leute, alle mal Drill-Man in die Kommentare. D-R-I-L-L-M-A-N. Und er hat jetzt diese eine Skibbly-Toilet vor sich. Mal gucken, ob er es hinkriegt. Alter. Der sieht aus wie so ein... Keine Ahnung. Der ist natürlich ein Titan, aber sieht aus wie so ein... Wie so ein Pokémon irgendwie, ne? So ein... Oh. Kennt ihr Regigas oder so? Oh. Okay. Was? Der hat einen Greifarm? Oh. Oh. Okay, der haut einfach ab. Oh, und das hat der Titan Speakerman erledigt. Wow. Okay. Was hat er als nächstes vor? Alter, das ist so ein ultra geiles Feature, sich einfach in den Boden zu bohren. Das heißt, wir haben jetzt so viele Titans. Speakerman, TV-Man, Cameraman, Skibbity Toilet, Hacker Skibbity Toilet, Titan Clockman und den Titan Drillman. Es kommen einfach immer mehr von denen. Was ist mit Titan TV-Man? Ah, habe ich schon genannt, glaube ich. Okay, Leute, jetzt wird das Ganze ernst, denn die nächsten beiden Folgen sind erstens die letzten Folgen, die momentan draußen sind. Diese sind allerdings doppelt so lang wie jede Folge bisher. Und zwar geht jede einzelne Folge über 3 Minuten. Das hat es im Skibbity-Toilet-Universum noch nie gegeben. Aber wir werden uns jetzt 2 3-minütige Episoden anschauen, die auf jeden Fall es in sich haben. Und es wird richtig vielversprechend. Vergesst natürlich nicht, einen Daumen nach oben dazu lassen für die nächste Episode und drückt gerne auf den Abonnieren-Knopf. Wir haben fast die 1,2 Millionen Abonnenten. Lasst mal gerne ein Abo da. Was wird uns also in Episode 10 erwarten? Die Drillmen gehen in einen Kampf und da sind die... Oh, warte, ist das eine Zeitbombe? Es ist eine Zeitbombe. 5, 4, 3, 2, 1 und haut einfach ab. Okay, das ist cool. Nein! Dem der Cameraman zerstört. Oh nein. Er hat eine Idee. Er nutzt die Nagelpistole. Er lädt sie aus dem Boden auf? Was hat er vor? LOL! Es gibt eine Kettensägen Skibbity Toilet. Okay, warum bin ich nicht einmal darauf gekommen? Aber das ist ehrlich gesagt ziemlich cool. Den könnten wir mal in GTA 5 suchen. Okay, was haben wir hier als nächstes? Satelliten Skibbity Toilet. Achtung! Die TV-Man kommen. Okay. TV-Woman. TV-Man. Zusammen mit dem Club. Und er hat die Zeit wieder angehalten. Du hast 23 Sekunden. Du hast 23 Sekunden, die Basis zu infiltrieren und einfach das Geheimnis zu finden. Das ist sein großes Feature. Er kann nämlich alles Zeit anhalten. Und der normale Clockman, der kann das nur sehr, sehr kurz. Junge. Okay. Erstmal so. Einfach ein Slam. Und die denken sich so. Oh! Okay, das war jetzt aber nicht nett, den Finger zu zeigen, Bruder. Konzentrier dich mal auf deine Arbeit. Okay, weiter geht's. Nein, das ist der gehackte Titan Cameraman. Und der Titan Speakerman, der kommt. Und es kommt zu einem Kampf. Wer gewinnt das? Warte, wir haben noch den Titan Drillman. Und er zieht ihn rein. Besiegen die ihn? Oh mein Gott. Oh. Alter. Das sieht crazy aus. Das sieht crazy aus. Und da ist er, Leute. Der zerstörte Titan Clockman. Nur kleiner Reminder. Dieser Titan Clockman hat, glaube ich, in Episode 5 oder so war es, den Titan Cameraman besiegt. Hat sich aber dafür entschieden, die Zeit zurückzusetzen, damit er wieder gerettet wird. Allerdings hat das dazu geführt, dass der Titan Clockman den zweiten Kampf verloren hat. Und da liegt er nun. Komplett zerstört. Kann man ihn wiederbeleben? Er ist die wichtigste Kreatur,
und unfassbar wichtig, damit die Titan Clockmen, also die Clockmen mit den Cameraman, den Kampf gewinnen können. Oh nein. Da ist eine Mechaniker Skibidi die Toilette, die ihn reparieren will, um ihn für sich zu nutzen. Der arme Cameraman! Ey! Oh oh. Nein! Nicht! Nicht die Speaker Woman! Oh! Was? Camera Woman! Und da kommt der Pömpelmann. Der Pömpelmann ist immer zur Stelle! Dafür ein kleiner Applaus. Okay, den haben wir ruhig gestellt. Jetzt haben wir Zeitspinnen. Und die? Was machen die jetzt? Spionieren die aus? Oder hacken die sich ein? Was? Das verstehe ich nicht. Oh nein. Mein Gott, das ist der Magnet-Skibidi-Toilet-Boss. Der hat einfach diese Uhren zerstört und der ist der größte Gegner. Er kann die Clockman aufhalten. Ihr kennt das auch, wenn ihr einen Magnet an eine Uhr haltet, dann laufen die nicht mehr richtig. Glaube ich zumindest. Okay, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Okay, Leute, Skibidi Toilet Multiverse Folge 11 schauen wir uns jetzt an. Die Episode geht ebenfalls 3 Minuten und wir werden sehen, ob diese Operation erfolgreich ist oder nicht. Wird es die traurigste oder die heftigste Folge? Das erfahren wir jetzt. Let's go, Leute. Hier geht's direkt weiter. Und da kommt jemand. Es ist... Wer ist das? Komm, Titan Speaker Man, bitte. Er ist so wichtig. Er muss zur Ablenkung sorgen. Nein, er nimmt sich seine Waffen. Er kann die Waffen nehmen. Flammenwerfer! Der ist nicht effektiv. Der ist nicht effektiv genug. Oh mein Gott! Bro! Was? Was? Leute, das war jetzt ein ganz weirdes Geräusch. Das hat sich angehört, als hätte ich die Kopfhörer gar nicht angehabt. Das war ja ein so weirdes Geräusch. Also irgendwie kann die Skibidi Toilet seine Magnetfähigkeiten nicht mehr nutzen. Vielleicht, weil sie zu heiß sind. Das sieht man auch hier gerade an den Magneten, dass die so richtig am Glühen. Ist das eigentlich echt so, Leute? Wenn du einen Magneten erhitzt, verliert er seine Magnetfähigkeit? Ich war lange nicht mehr in der Schule, aber wenn ihr wisst, ob das wirklich stimmt, das würde mich super interessieren. Aber es sieht tatsächlich so aus, als hätte es Wirkung gezeigt. Und jetzt kann der Titan Speaker... Okay. GG. Macht weiter, Jungs. Und Mädels. Wir nehmen ihn in die Basis. Let's go! Let's go! Mission erfolgreich. Was? Die haben jetzt auch noch eine Drill... Drills, gib mir die Toilette. Was sind das für Fähigkeiten? Wer war das? Wait, wer bist denn du? Wer bist denn du? Du hast einfach so einen Speer. Ist es eine Frau? Ist es ein Mann? Das Ding hat gelbe Handschuhe, gelbe Schuhe, weißen Anzug. Sieht irgendwie aus, als wäre das so der... Ich bin der Gucci-Man. Der Gucci-Clockman. Ich nenne einfach mal den Gucci-Clockman bis zum Ende der Episode. Und wir haben hier einmal den TV-Man. Und dieses Grinsen ist auch überhaupt nicht creepy von ihm. Okay. Danke für deine Hilfe. Okay. Aber was kommt jetzt? Was hat denn der da herbeigerufen? Wait. Die sind da... Wait. Da ist der Titan Cameraman. Und da rechts. Rechts habt ihr es noch nicht gesehen, genau. Da rechts. Da ist der Titan Drillman. Kommt es jetzt zum Kampf? Titan Drillman gegen Titan Cameraman. Okay, das wird jetzt sehr interessant. Oh. Ich meine, ja, okay, die haben schon gekämpft in der letzten Folge. Oh. Nein. Aktivier deinen Bohrer. Warte mal. Oh nein. Nein. Er macht einen Laser. Selbstzerstörung? Ich weiß nicht, was er jetzt versucht. Titan Cameraman. Yo, das ist die Chance. Jetzt mach dieses Skibidi-Toilet aus ihm rausholen, damit er... Pause. Pause-Attacke. Nochmal Pause-Attacke. Kommt schon.
Warte mal, wer war das? Das sind Leute, auch die kleinen Drillmen. Und ich glaube, die sind so wichtig, damit man diese Skibidi-Toilet, diese Spinne, die sich eingenistet hat in den Titan Cameraman, dass man den rausholt, damit er wieder auf unserer Seite ist. Und das Ganze sehen wir aus der Seite eines Cameraman. Und da sind natürlich Leute, meine beiden Lieblingscharaktere. Und zwar TV-Woman und Clock-Woman. Ehrlich gesagt, Leute, ich finde, das sind meine Lieblingscharaktere aus dem ganzen Universum. Ich weiß nicht, die sind irgendwie so lustig. Okay. Und TV-Woman kann natürlich ihren Kopf da einfach abmachen. Oh, warte. Die versuchen, ihn einzufrieren im Kopf. Jetzt kriegen sie die Skibidi-Toilette raus. Kriegen sie ihn raus? Komm. Sie haben ihn. Da ist der Parasit. Besiegt den Parasiten, ja! Er ist durchtrennt. Und zack! Let's go! Das heißt, der Titan Cameraman ist wieder auf unserer Seite. Die Verstärkung ist da. So wichtig, Leute. So wichtig. Das ist so gut. Hä? Warte mal kurz. Habt ihr das gerade gesehen? Warum hat er da gerade... Ich gebe ihm einen Daumen nach oben. Aber er... macht einfach den hier. Nein, es ist nicht alles gut. Warum? Du bist wieder da. Ich verstehe es nicht. Hat das irgendeine Bedeutung? Was bedeutet das? Bereut er es, dass er so viel Damage gemacht hat? Boah, die Musik, Alter. Leute, das ist schon absolut heftig. Aber eine Folge haben wir noch übrig, und zwar Folge 12, die neueste Episode. Und da schauen wir jetzt einfach mal rein. Und Leute, der Titan Clockman, der hat es nicht überstanden. Er war so wichtig. Und das Beakerman! Oh mein Gott. Wow, der hat sogar Flammenwerfer. Leute, guckt euch das an. Der hat sogar Flammenwerfer als Upgrade bekommen. Das hat er in einem normalen Skibidi-Toilet, soweit ich weiß, noch nicht. Okay, was hat er als nächstes vor? Ey! Oh! Oh, Mann! Yo! Ey, wait. Moment. Ist das der Burj Khalifa da im Hintergrund? Sind die in Dubai? Okay, ich wusste nicht, dass es in Dubai spielt. Naja. Oh! Der hat nur die Panzerung getroffen. Oh! Oh, mein Gott! Oh nein, er hat ein Schild. Und was macht er jetzt? Nein, 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 nicht den Speakerman! Titan Cameraman! Bro, das war jetzt ein absolut heftiger Flammenwerfer. Ich meine, der hat einfach hier nur noch ein Skelett hinterlassen. Alter, pass auf, da hinten! Ich bin der Boss. Du, nee, ich kümmere mich darum. Ich habe damit nichts mehr zu tun, was? Moment, Moment, was hat er gerade gesagt? Du und ich hab... Wir machen jetzt Schluss damit? Hauen wir ab? Was? Er macht das? Er macht das alleine. Wow. Wer ist das? Leute, das ist der... Oh mein Gott, was ein Easter Egg! Das ist der Scientist TV-Man, den wir in Folge 66 von Skibidi-Toilet gesehen haben. Den hatten wir in 67 nicht, aber er ist in Skibidi-Toilet Multiverse und deswegen hat er gefehlt. Und hier haben wir auf jeden Fall den einen Clockman und den normalen Clockman. Okay, Daumen nach unten. Mann, die Zeichensprache? Es sieht nicht gut aus. Wir können ihn nicht retten. Seid ihr euch sicher? Was hat er vor? Okay, Bro. Tut mir leid. Ich wusste nicht, dass du ein Haus mit einem Schlag umwerfen kannst. Also, der ist crazy stark, der Titan Cameraman. Und wer kommt da? Wer ist das? Ist das Scientist-Toilette? Was? Wer ist das in diesem Schatten? Wer ist das in diesem Schatten? Oder im Licht? Das werden wir wahrscheinlich... Das werden wir wahrscheinlich erst in der nächsten Episode in Folge 13 erfahren. Videos. Alleine, wenn man sich hier die Grafik vergleicht, finde ich, ist das optisch nochmal deutlich schöner als die vom originalen Skibidi-Toilet.
Und hier haben wir den Drillman, Leute. Wie er sich durchbohrt durch den Boden. Er ist also doch nicht down. Oder das ist der kleine Drillman. Oh, warte. Da bohrt sich jemand durch. Was hat er vor? Repariert er gerade den Bohrer? Ah. Ja. Und jetzt... Yo, okay, Leute, ich muss mich bezüglich der Grafik noch einmal kurz korrigieren. Das hier sieht aus wie Legend of Zelda Ocarina of Time Grafik. Also, real talk, hier habt ihr ein Bild, Leute, vom Dekubaum. Es sieht 1:1 so aus. Aber ja, Leute, lassen wir uns daran nicht stören. Hier sieht es wieder richtig gut aus. Und der ultimative Kampf geht ab. Und das ist der Titan Drill Man. Der hat es natürlich überstanden und es ist ein absoluter Kampf, Leute. Die Skibidi Toilets gehen hier komplett ab. Nein. Oh mein Gott. Yo, das war nice. Nein. Nein. Leute, alle mal ein Rest in Peace an den tapferen Cameraman, der hier es probiert hat. Sich dafür feiert, Leute. Und dann kommt diese Rakete. Rest in Peace, Cameraman. Du warst der Held. Ohne dich würden wir das nicht mehr sehen. Weil das Ganze ist ja aus der Sicht der Cameraman. Und hier kommen diese neuen radioaktiven Skibidi Toilets zustande. Die haben irgendwie... Wow. Alter. Bro, das ist Blockbuster-Niveau. Das ist richtig krass. Junge, was? Das ist wie Battlefield. Das geht so ab wie Battlefield einfach. Ist das... Oh mein Gott. Yo, Skibidi Toilets können Auto fahren? Seit wann können Skibidi Toilets Auto fahren? Haben die nicht... Wo haben die ihre Füße? Wie können die Pedale betätigen? Es gibt manche Sachen, die können wir nicht wirklich wissen. Oh nein, es explodiert gleich. Warte, das ist kein Fahrer mehr. Hol dich! Bam! Alter. Junge, was eine Episode. Das ist bisher eine richtig gute Episode. Oh mein Gott, hier explodiert alles und jeder. Warte, da haben wir noch ein Skibidi-Toilet. Bro, er kommt mit Gabelstapler. Er kommt mit dem Gaby-Stabi. Er kommt mit dem Gaby-Stabli, Alter. Alleine, Leute, mit was für einer Überzeugung. Alleine mit diesem Schwung, den der... Junge, Alter, wie geil das aussah. Und sie sind nicht mehr im Bild. Okay, das war schon mal ziemlich cool. Oh nein, wer ist... Oh nein, 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 nein. Ist das Virtual? Wer ist das? Yo, der hat Freezing-Fähigkeiten. Der kann Skibidi-Toilets einfrieren. Das ist brandneu. Die Fähigkeit kenne ich nicht. Der geht erstmal auf Toilette, oder? Ah, das ist keine Toilette. Das ist eine Forschungsstation. Und was steht hier? Hier sind auf jeden Fall Striche. Ich glaube, das Ganze ist eine Anzahl. Vielleicht ist das ein Easter Egg. Also wir zählen mal 10, 20, 30, 60, 90, 120. Das sind insgesamt 180 Striche. Vielleicht sind das die Anzahl der Tage, seitdem der Kampf losgegangen ist. Warum liegt hier ein Gebiss? Ist das das Gebiss von den Skibidi Toilets? Okay. Merkwürdig. Ah! Nein, 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 nein. Weg mit dir. Wow. Wer war das? Yo, wer bist denn du? Leute, wer ist denn das auf einmal? Guckt ihn euch an, der ist so ganz edel gekleidet, Leute. Sehr, sehr nice. Ist das der Patek Philippe, was der da hat? Das würde mich, ey, wenn da jetzt ein Rolex-Man ist, dann würde ich das abfeiern. Skibidi Apocalypse. Das sind die geheimen Pläne der Skibidi Toilets. Sie haben also eine Geheimbasis infiltriert. Und er ist sehr geschockt von den Plänen. What? Was? 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 Wow, was passiert hier? Was passiert hier gerade? Das ist der größte Verrat. Sorry. Das ist der größte Verrat im Skibidi-Toilet-Universum, den es jemals gab. Dieser komische Uhrenman hat einfach die geheimen Pläne des Skibidi-Toilets verbrannt. Hier gab es auch ein Secret, was wir alle verpasst haben vielleicht. Habt ihr das gesehen? Hier, er liest es. Er wurde einfach eliminiert. Und hier steht folgendes, Leute. No Spoilers. Kennt ihr denn? Oi, Mamma mia, no spoilers, bitte. Einfach ein Rechtschreibfehler, Leute. Einfach ein Rechtschreibfehler. Und dann ist das Ganze eher aus dieser Kameraperspektive. Der hat die Möglichkeit... Ist das der...
Ist das der Showmaster? Ist das der Typ, der das ganze Universum in einem Spiel zusammenhält, damit es nach den Regeln läuft? Weil warum ist der dann... Ich glaube, Leute, das ist der Showmaster. Und der... Dieser TV-Man sagt keine Spoiler und... Sorry. Wow. Das ist der heftigste Plot-Twist in Skibidi-Toilet-Multiverse. Aber ja, wie geht es weiter, Leute, in Episode 14? Wir haben jetzt die Perspektive von einem anderen Cameraman eingenommen. Ja, wie die versuchen jetzt gerade, diesen Skibidi-Toilet zu verhören. Und... Yo... Ich glaube, Leute, er will nicht reden. Und er sagt, reine Zeitverschwendung. It's a trap. Es ist eine Falle. Und wir haben ein Logo gesehen, Leute. Dieses Logo, Leute. Ist das nicht das Logo? Das ist das Logo von Dome Studio. Das ist sein Logo. Und hier war ein Pixel. Einmal kurz zurückspulen, Leute. Hier steht Mosh und Record. Irgendetwas will uns das sagen. Es ist eine Falle. Das Ganze ist der größte Verrat. Und da ist der Titan Speaker Man. Ja, erstmal Kopfhörer aufziehen, er ist ziemlich laut. Oh nein. Oh, sein Jetpack-Antrieb ist leer. Und wer ist das? Ey! Wer bist denn du? Es ist einfach ein Zombie-Girl. Es ist einfach ein Zombie-Girl. Und sie hat Sprengladung mit Nuklear. Das könnte sehr gefährlich werden. Nein, Titan Speaker Man. Komm schon. Er kann sich auch verteidigen. Ja. Na los, komm, Laser. Erste Kanone. Der Retter in der Not. Was für ein absolut geiler Move war das bitte. Guckt euch mal diesen Move an, Leute, vom Titan Cameraman. Wie er einfach so angerusht kommt und im letzten Moment seinen besten Freund helfen kann. Aber nein, er hat seine Linse verloren. Oh, die ist viel kleiner, als ich dachte. Na los, na los. Alter, ist das ein Monster? Was ist das? Oh, jetzt ist er wütend. Er ist wütend. Er ist sehr, sehr wütend, Leute. Oh mein Gott! Bro. Da war auf jeden Fall ziemlich viel Leidenschaft hinter diesen Schlägen. Wow. Das war schon Wahnsinn. Hast du gut gemacht, mein Freund. Handshake, Leute. Man kennt ihn. Handshake. Und da ist der Drillman. Na, was geht, Leute? Was geht? Aber wissen die von den Plänen? Die wissen noch gar nicht von den Plänen Bescheid. Was sind die Pläne des Skibidi Toilets? Repeat, retreat, it's a trap. Okay, es ist immer noch eine Falle. Ah, der Jetpack funktioniert noch nicht. Guck mal, er nimmt ihn mit. Guck mal, das ist Bro Life. Und der Typ, Alter. Der Drillman sieht einfach aus wie Samus Aran aus Metroid. Sehr, sehr cooles Design. Sehr cooles Design. Nein? Was sagt ihr mit Nein? Und damit können die kleinen Cameraman und Clockman sich bewegen. Und da steigen wir ein! Was? Die sind einfach ohne uns geflogen. Oh nein. Oh nein. Und Achtung. Bam! Nice Attacke. Oh nein, 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 nein. Die Armee der Skibidi Toilets kommen. Und Laser. Yes. Sehr gut, Leute. Sehr gut. Und er nutzt natürlich wieder seine Fähigkeit, mit dem Bohrer alles von unter diesen Skibidi Toilets durchzubohren, damit sie im Boden gefangen sind. Und das ist nice. Oh Gott. Nein, 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 nein. Nicht Speaker Toilet. Nicht Speaker Toilet. Oh man. Ich wusste gar nicht, dass so gehöranfällig ist. Dreh nicht durch. Na los. Ja. Boah, Alter, was für nice Kampfmoves. Und zack. Alter, ich muss sagen, das war schon... Was ist das gerade? Wurde gerade getimeoutet? Das ist doch normalerweise die Fähigkeit der Clockman. Oh nein, sag mir nicht, dass der weiße Anzugman jetzt kommt. Bitte nicht, dass der weiße Anzugman jetzt kommt. Was? Die Hacker-Skibidi-Toilette hat eine Zeitkanone? Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Bro, was ist das? Was ist das? Eine Lava-Skibidi-Toilette? Eine
Lava Skibidi Toilet. Ist das gerade echt euer... Alter, Leute, ich komme darauf nicht klar. Wie krank sieht das denn aus? Bro. Kann er sich wieder bewegen? Bro. Nein, sein Bohrer hat sich abgekoppelt. Das ist der Not. Die Not-KI. Er hat sich gerade befreit. Und da ist eine Zeitbombe. Oh mein Gott. Und was machen die jetzt? Oh Gott, ich kann mir jetzt denken, was passiert. Leute, ich sage auf Wiedersehen. Das war unser Ende. Der Cameraman wird das nicht überstehen. Alles klar, Leute. Oh nein, der kann sich teleportieren. Und was ist mit den anderen? Leute. Tschüss. Der nächste Cameraman ist down. Leute, wir müssen auf jeden Fall erfahren, wie es weitergeht. Es gibt noch eine Episode. Und zwar Episode 15, die wir uns jetzt als nächstes reinziehen werden. Wir starten direkt, Leute, mit Episode 15. Lasst alle mal schon ein Like da, wenn es euch bisher gefallen hat. Und vergesst nicht gerne, den Kanal zu abonnieren. Und Leute, wir starten direkt mit einem kleinen Easter Egg. Und zwar haben wir diese typische Honda-Felge von einem Honda-Wagen. Finde ich sehr, sehr nice. Und der Kampf beginnt hier auf einer Brücke. Und die Cameraman, oh mein Gott, Alter, die werden alle zerstört. Da ist die Polizei, Skibidi Toilet. Oh nein, 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 es kommen immer mehr. Wer ist das? Bro, das ist ein anderer Drillman. Wer ist das? Komm schon. Den Speer können wir benutzen. Zack. Nice. Gott. Oh mein Gott. Yo, Bro, bitte tu mir nicht weh, Alter. Ich weiß, dir fehlt ein Auge und so. Und du bist am Brennen. Also ich würde sagen, du bist on fire. Nein, hat der Joke nicht gesessen. Okay. Oh nein, nein. Oh, der hat sich überstanden. Okay. Laserattacke. Spül mir runter. So, der kriegt es erstmal gegen das Gesicht. Auch runterspülen. Das ist direkt schon eine 3er-KD. Wir haben schon eine 3er-KD, Leute. Das ist gut. Nein, 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 nein. Wir fliegen ins Wasser. Wir fallen ins Wasser! Oder auch nicht. Gerade so... Warte mal kurz, ist der Typ da gerade ernsthaft mit einer Medikit runtergelaufen? Ey, Bro, da ist halt ernsthaft, Leute, ein Cameraman mit einem Medikit rumgelaufen. Hä? Ich meine, wirklich, schafft ihr es in dieser kurzen Zeit in dem Kampf jemanden zu retten? Wir werden es erfahren, Leute. Vielleicht hat er ja noch eine größere Rolle. Auf jeden Fall ist der Healer mit dabei. Oh, Alter, die Skibidi Toilets haben auch langsam die Fähigkeiten von diesen ganzen Clockman und Drillman geerbt. Sie können sich jetzt auch langsam durch den Boden durchbohren. Oh, Leute. Bam! Wer ist das? Das müsste doch TV-Woman sein. Es ist, Leute, die legendäre TV-Woman. Aber Leute, wir haben natürlich nicht nur TV-Woman am Start, sondern dort hinten haben wir einen TV-Man mit diesem komischen Roblox-Gesicht. Finde ich übelst lustig. Und dort im Hintergrund, ich finde das übelst lustig, Leute, dass der Cameraman hier ein Fernglas benutzt, weil seine Kamera wohl nicht genug Zoom hat. Und da hinten befindet sich der originale Clockman. Also müssen wir darauf achten, Leute. TV-Woman haut mal wieder ab. Sie kommt nur, wenn man sie braucht. Also sie wird niemals draufgehen. Was steht hier, Leute? Titan Cameraman, unavailable, getting upgrades. Ah, hier. Der Titan Cameraman bekommt Upgrades. Der Titan Speakerman bekommt Upgrades. Der Titan Clockman, er wird repariert. Er wird also wiederkommen. Er wird also irgendwann wiederkommen, Leute. Das ist cool. Titan TV-Man, unavailable, secret mission, geheime Mission. Aha. Ein Easter Egg an Folge 68 von Skibidi Toilet. Und dann haben wir den Titan Drillman, unavailable, er wird auch repariert. Also momentan haben wir keinen einzigen Titan, der uns unterstützen kann beim Kampf. Ja, das ist aber blöd. Wir brauchen unbedingt irgendeinen Titan. Das ist nicht gut. Wow. Was passiert hier gerade? What's happening? Leute? Multiversum? Bro, was? Was ist das? Das ist einfach ein Clock, Bein, Titan, Tower, Defense, was auch immer ist das. Aber der ist kein Skibidi Toilet, ne? Nein. Es ist der neue Titan Clockman. Und das ist sein Meister.
Das, ich sag dir, Leute, das ist eine Patek Philippe. Das ist eine Audemars Piguet oder Patek Philippe. Alter! Wie geht denn der ab, Leute? Der geht so übertrieben ab gerade. Oh mein. Und er ist weg. Bro, da bin ich auch ziemlich baff. Der hat einfach alle Skibidi-Toilets in der Zeit angehalten. Und zwar, glaube ich, für immer. Tja, neuer Charakter. Deswegen kommen wir jetzt zur ersten neuen Folge. Und zwar zu Skibidi-Toilet Multiverse 16. Und hier sehen wir... Wow. Okay, ich habe darauf noch nicht reacted. Ich weiß, die Folge ist schon ein bisschen älter. Aber es sieht aus, als wären die... Sind die irgendwie eine Art London oder so? Das sieht wirklich sehr nach London aus vom Style her. Ich meine, könnte ich mir auch vorstellen, dass die Clockman mit den ganzen Zylinderhüten so eine Anspielung auf Sherlock Holmes sind? Würde Sinn machen. Aber es sieht halt wirklich aus wie Harry Potter. Hat der Typ seine Kamera verloren? Bro. Hat er seine Kamera verloren oder... Yo, was macht denn der mit dem? Oh mein Gott! Wow! Bro, du bist die gruseligste Skibidi-Toilette, die ich je gesehen habe. Und wait, wer kommt jetzt? Drill Woman! Das ist die Premiere von Drill Woman! Und Leute, wir wissen alle, dass die Frauencharaktere im Skibidi-Toilet-Universum immer crazy sind. Ich erinnere an Camera Woman, TV Woman, mein Lieblingscharakter im ganzen Universum, Speaker Woman und... Moment, Speaker Woman hatten wir nicht. Und wir haben jetzt Drill Woman! Und die macht es erstmal dieser Silent Hill-Kreatur ein bisschen schwierig. Oh Gott. Bam! Yo, der war nicht schlecht. Die ist tough. Und jetzt bohrt sie durch die Spülung. Und er ist besiegt. Alter. Also ich würde auf jeden Fall sagen, lasst einen Daumen nach oben da, Leute. Wie war die denn bitte drauf? Crazy. Oh, die macht so ein Herz-Emoji. Alle mal ein Herz in die Kommentare, Freunde. Alle mal ein Herz in die Kommentare. Die war ja richtig cool. Was ist das für ein Laser? Bam, bam. Not bad. Not bad at all. Und der kam zu 100% über diesen Lichtstrahl. Aber zu 100% haben sie den Zeitstein von Dr. Strange geklaut. Das ist zu 100% deren Kraft. Die können Portale machen. Bist du irgendwie Gehirn-Man? Kaugummi-Man? Wer bist denn du? Was? Aria, listen to me. I've come in peace. I don't mean harm. Hey, yo, wer war das? Wer war das? Ist ein Secret Easter Egg? Keine Ahnung, wer das war. Aber wir werden das herausfinden in der nächsten Folge. Leute, ich muss euch eine ganz kleine Vorwarnung geben. Diese Folge, die ich jetzt euch zeige, Folge Nummer 17, kam vor 6 Tagen raus und hat eine Länge von sage und schreibe 4 Minuten 28. Damit ist die Folge alleine, ohne jetzt in verschiedene Parts aufzuteilen, die längste Episode in einem Skibidi-Toilet-Video aller Zeiten. Und danach kommt die zweitlängste Folge. Folge Nummer 18 ist gleich soweit. Lasst schon mal einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. Let's go in Folge 17. Warnung! Diese Episode hat einen Jumpscare. Okay, warum? Oh mein Gott. Alles klar. Wir haben Cameraman, die in einem Tower angreifen von den Skibidi-Toilets. Und jetzt geht's ab bei denen. Jetzt geht's ab bei denen. Wo ist dieser Jumpscare, frage ich mich. Leute, ich werde euch, by the way, in diesem Video das erste Mal nicht vorwarnen, wenn ein Jumpscare kommt. Also, dieses Mal werden wir beide gleich darauf reagieren. Okay, come on. Bam. Alter, seit wann haben die alle leuchtende Augen und... Wow. Alter. Sind wir irgendwie einer von den fliegenden Cameramen? Und wir haben hier, by the way... Da war gerade ein Easter Egg. Hier steht, Leute, Skibidi Base 3.
Das ist die dritte Basis der Skibidi Toilets also. Okay, und was ist das jetzt für eine Kreatur, die dort im Schatten rauskommt? What? Was bist du denn für einer? Bro, du bist ja straight aus Arkham. Du kommst ja straight aus dem Arkham Asylum. Warte mal. Ruhig sein, kein Geräusch machen. Psst. Oh Gott! Oh mein Gott! Der ist straight aus dem Gefängnis raus. Nein! Komm, 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 Cameraman, come on! Wir schaffen das, wir hauen zusammen ab. Na los. Boah! Bro, den hat's komplett auseinandergenommen. Und jetzt? Wer ist das? Titan Speaker Man? Ja! Es ist Titan Speaker Man! Er ist wieder da, Leute. Er ist wieder da. Und ich sehe, er hat ein paar Upgrades bekommen. Er wurde nämlich repariert und man sieht es hier an diesen ganzen Platten. Ich denke, er hat ein bisschen Schutzpanzerung erhalten. Und er hat auch ein Visier vor seinem Lautsprecher. Am roten Laser erkenne ich ihn sofort. Jetzt kommt's zum Kampf. Der Gefängnis-Skibidi-Toilet-Boss gegen den Titan-Speaker-Man. Oh, wow, wow. Sehr gute Animationsqualität. Ja, erste Kugelkette ist zerstört. Und jetzt benutzt er sie noch gegen ihn. Leute, man muss sich mal überlegen. So langsam werden die Episoden ja mal USK 18 oder so, ne? Oh mein Gott. Ja. Denkt dran, meine Damen und Herren. Der Jumpscare war noch nicht. Es wird noch was passieren. Aber ich find's cool, dass sie uns vorwarnen. TV Woman. Hallo. Was passiert denn jetzt? Wollen die... Ah, die wollen in die Basis rein. Oh. Oh, TV-Woman. Oh, TV-Woman. Ah, TV-Woman. Ah, ja, TV-Woman. Ja, TV-Woman. Ist es denn jetzt schon soweit? Ist denn jetzt schon Valentinstag, TV-Woman? Ich meine, okay, aber ich dachte, du wärst mit was mit Cameraman und so. Okay, sie teleportiert uns jetzt. Oh, zu dich nach Hause. Oh, TV-Woman. Zu dich nach Hause, oder was? Aha. Ey, bitte, ihr darf nichts passieren, Leute. TV-Woman muss immer beschützt werden. Wenn sie drauf geht. Warte mal kurz. Hat sie eine Spielzeugpuppe aus Skibidi Toilets gebaut? TV-Woman? Ich glaube... Ich muss dieses Date abbrechen. Alter. Was? Was seid ihr? Warum zeigt sie mir das? Warum zeigst du mir das? Oh ja, das wolltest du mir zeigen? Was sagt denn ihr Blick? Das ist das erste Mal, dass ich diesen Blick von TV-Woman sehe. Okay. Ja. Also definitiv nicht so ein guter Blick. Was ist denn jetzt los? Oh Gott. Leute, das Video hat jetzt eine ganz merkwürdige Atmosphäre bekommen. Oh. Ist das der Jumpscare gewesen? TV-Woman greift an. Bro. Jetzt erkenne ich dich. Es ist Momo Skibidi Toilet. Es ist Momo. Was? Okay, wie cool. Eigentlich auch dumm, aber wie cool. Yo. Danke, TV-Woman, dass du mich gerettet hast vor dieser verrückten...
Nein! Nein! Nein, 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 nein! Oh mein Gott, Leute, das ist der größte Verrat noch einmal. Dieser komische Dude! Das war der Typ, der das ganze Skibidi-Toilet-Universum irgendwie auf den Kopf stellen will. Wir wissen nicht, ob er böse ist oder so, aber er hat diesen anderen Assistenten, TV-Man, der mit diesem Mauszeiger ist. Und das macht jetzt alles Sinn. TV-Woman und TV-Man stecken mit unter einer Decke. Und warum wird das uns gezeigt? Denn wir sind ja kein TV-Man. Wir sind ein Skibidi... Wir sind ein Cameraman. Oder sind wir ein anderer TV-Man? Was passiert hier bitte, Leute? Oh Gott. 1A. Und TV-Woman studiert gerade die Skibidi-Apokalypse. Nein, noch nicht. TV-Woman, warum hast du das getan? Ich hab dir vertraut. Ich hab dir vertraut. Du warst mein Lieblingscharakter. Und jetzt machst du sowas? Skibidi-Apokalypse? Ist das dein Ernst? Du arbeitest mit diesem Typen zusammen? Leute, Verrat in die Kommentare. Scan complete. Sending. Wem? Wem sendest du? Leute, wir müssen uns die nächste Folge angucken. Folge Nummer 18, die heute erschienen ist. Jetzt ist es endlich soweit. Let's go. Das ist jetzt Folge Nummer 18, Leute. Und jetzt geht es endlich zur Sache. Wir werden herausfinden, was es mit dieser Datei zu tun hat, die gesendet wurde. Und ich glaube, Leute, dass das Ganze hier ein Serverraum war von den Cameramen. Und wir haben einfach... Wow! Hey! Ist das unsere Basis? Und ich krieg gerade einen Raketenwerfer. Dankeschön. Dankeschön dafür. Oh mein... Alter, wie krank sieht das bitte aus, Leute. Nein, der eine Drillman. Wir müssen ihn zurückholen. Zieht ihn zurück. Oh. Okay. Der Raketenwerfer ist aufgeladen. Was ist das? Titan TV Man? Entschuldige mal bitte. Wer bist denn du? Ist das... ich weiß immer noch nicht, was das bitte war, aber ist das eine Anspielung auf The Amazing Digital Circus? Pomni? Kaufmo? Ich fand's auch cool. Hat definitiv Spaß gemacht. Ah, das ist Skibidi-Toilet. Oh. Nein, nicht Mähdrescher. Oh Gott, lauf, Leute. Ja, er macht Feuerwerkattacke. Alter. Bro. Titan Cameraman ist wieder am Start. Und er macht dich jetzt in deine Clowns-Show zurückversetzen. Bro, das war actually so krass, dass ich hier das erste Mal in dem Skibidi-Toilet-Universum diese Szene zensieren werde. Okay, das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet von der Skibidi-Toilet-Folge. Dass das so krass ist. Was macht er? Er empfängt ein Signal. Oh Gott. Oh ja, das müssen wir wieder zensieren. Wow! Ich glaube, wir erleben gerade die Prequels. Also wie das Ganze entstanden ist, oder? Aber was? Leute, immer noch eine Sache, die ich verstehe. TV-Woman hat eine Sache gescannt. Die Skibidi-Apokalypse. Und sie hat diesen Scan abgeschlossen und die Dateien gesendet. Ich glaube, Leute, dass TV-Woman am Ende die Dateien an die Cameraman gesendet hat. Und ich glaube, das war sogar Teil des Plans von diesem weißen Uhrenmann. Mickey Maus? Nein. Goofy? Du Goofy! Wer bist du? Bro, was ist das? Es gibt ein Skibidi-Toilet-Horror... Du bist zurück? War der nicht letztens down? Pennywise! Pennywise! Clown-Skibidi-Toilet!
Oh mein Gott, Leute, ich glaube, wir haben die Halloween-Season erreicht. Ich glaube, ein paar Monate zu spät seid ihr. Alter, was war das? Als nächstes kommen wir zur Episode Nummer 19, zur vorletzten Folge von den aktuellsten Episoden. Und diese Folge geht alleine auch über 6 Minuten. Wir starten auf jeden Fall. Okay. Was haben wir hier? Ah, Circus. Amazing Digital Circus? Wir legen direkt los, Leute, an der Stelle, wo wir diesen Pennywise-Clown gesehen haben. Und das sind einfach Clowns, gib mir die Toilets. Okay. Was haben die vor? Oh! Die haben uns gesehen. Oh mein Gott, die haben uns gesehen! Wir müssen hier weg. Was macht der da? Wait! Wait! Alter, seht ihr das? Seht ihr das an den Händen? Der hat irgendeine Unsichtbarkeitsmischung genommen. Alter, das ist ja richtig Science Fiction hier. Okay. Es hat ihn nicht gesehen. Es hat ihn nicht gesehen. Wow! Also ich muss sagen, next level. Da ist der Titan Speaker Man. Oh mein Gott! Junge, Alter! Was ist mit euch los? Und da ist der Angriff, Leute. Zack! Komm schon, das kriegst du hin. Du bist ein Titan. Du wirst die beiden Clowns doch besiegen. Oh! Alter! Bro, die Musik. Die Musik ist ja übelst krass. Let's go! Oh! Erstmal in das grüne Wasser reintun. Alter. Junge. Die haben irgendwie so einen grünen Rauch. Wahrscheinlich hat der Clown gefrühstückt. Hä? Oh mein Gott, was ist das? Bro. Der sieht ja aus wie so ein Joker-mäßig. Dieser Typ. Was? Alter. Hör auf zu lachen, Kollege. Dir wird noch das Lachen vergehen gleich. Oh! Bam! Let's go! Alter! Und mit der Blick sah schon gruselig aus. Und er haut ab. Er verzieht sich, aber es ist zu spät. Und da haben wir, Leute, den Titan Cameraman. Natürlich, Leute. Natürlich. Wer sonst? Okay. Daumen nach oben. Der wurde eingefroren. Wer war das? Oh mein Gott. Hackers, GBD Toilet und Pennywise. Pennywise ist jetzt ein neuer Titan? Was ist das für ein merkwürdiges Universum? Oh Gott. Die beiden müssen jetzt gegeneinander kämpfen. Komm her, komm her. Ich bin bereit für den Kampf. Dann sehen wir, wie es weitergeht, Leute. Direkt in der nächsten Folge. Also das ist immer noch Part 19. Oh yeah! Oh yeah! Alter, dieser Beat! Let's go, Alter! Da kannst du dich gar nicht auf den Kampf konzentrieren. Alter, wie geil ist die Musik? Können wir darüber reden, wie cool die Musik bitte ist? Das ist ja echt nice. Ich hoffe nicht, dass die copyrighted ist. Aber ich rede einfach mal über den Beat. Und da, beide Titans gegen... den Hackers gegen die Toilet Titan und gegen Pennywise. Bam. Oh. Links. Und Laserattacke. Und zack. Aus der Luft. Erster Arm ab. Erstes Tentakel ist weg. Und jetzt. Zack. Daneben. Daneben. Oh. Alter, wie gut das animiert ist. Wait. Alter, ich komm gar nicht drauf klar. Beide Titans komplett im 1 gegen 1. Wow! Was ist da gerade passiert? Moment, das muss ich mir in Slow Motion mal gucken. Was ist da gerade passiert? Moment. Ihr seht's gerade, Leute. Der Titan Cameraman hat irgendwie... Oh, okay. Das können wir nicht ganz so zeigen, Leute. Ich glaube, Pennywise ist explodiert. Sagen wir es mal so. Also, der erste Titan ist besiegt. Oder? Nein. Nein, der wächst nach. Für ein Zombie. Oh mein Gott. Was ist das für eine Kreatur? Und let's go. Zack, bam. Ey, die Schläge sitzen aber richtig. Haben die es gerade abgeschlagen? Ja.
Dieser Sound. Dieser Sound von dieser Trompete. Einfach legendäres Meme. Oh, sorry. Peng. Oh, da war ein grünes Zeug. Er sieht nichts. Aber er hat sich gereinigt. Oh nein, er hat den Fernseher. Das hackt ihn. Nein. Das kann ihn hacken. Oh Gott. Nicht gut. Aber er hat es geschafft. Was macht er mit ihm? Wird er ihn jetzt zerstören? Laser-Attacke! Yeah! Alter! Das hat er niemals überstanden. Das ist einfach crazy. Der ist einfach zu einem Skelett verbrannt. Nicht mal das hat er überstanden. Aber da geht immer noch der Kampf los, Leute. Da geht es immer noch weiter. Und wir sehen, der fliegende Speakerman ist da bereit, aber auch der Titan Cameraman. Und jetzt sagt der Feuer frei, Kollege. Double Laser Angriff! Hat er es überstanden? Ihr wollt mir jetzt nicht sagen, dass er es überstanden hat. Also ich meine, das war ein Angriff, der war mitten auf das Feld. Niemals wird er das überstehen. Was? Als ob. Nein. Er hat sich geportet. Oh nein. Die Skibidi-Armee. Die Skibidi-Toilet-Armee! Alle sind radioaktiv. Nuklear! Nein! Nein. Kannst du dich nicht porten? Schieß sie aus der Luft ab! Schieß sie doch aus der Luft ab! Er macht den ultimativen Move. Schutzschild. Oh mein Gott. Oh! Alter. Alter, was? Die Explosion war so heftig, dass selbst der Boden um diesen Schild herum eingesunken ist, weil er geschreddert wurde. Was? Aber sie haben es überstanden. Oh mein Gott. Da ist der unsichtbare Fotoman. Ich nenne ihn jetzt einfach nicht Cameraman, sondern Fotoapparatman. Das waren wir. Wir haben das Ganze gesehen und wir waren immer dabei. Let's go, Leute. Und jetzt checken wir Folge 20 ab. Folge 20 geht direkt schon crazy los. Und zwar steht hier nämlich Help requested TSM coming. Ich weiß nicht, was TSM ist. Vielleicht Titan Speakerman, würde ich eher sagen. Also ist der Titan Speakerman unterwegs. Gehe ich da mal davon aus... Jo, wir sind bei Big Ben. Das heißt, wir sind da, wo die Clockmen sind. Das wird also ein ziemlich nicer Kampf. Oh nein, die haben eine Bombe um Big Ben gebaut. Ah, versteht ihr, weil Big Ben und er Big Bang... Nein, kommt schon, der Witz war gut. Lasst dafür ein Like da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Okay. TSM ist unterwegs, Titan Speaker Man. Und da sind sie. Wir haben nicht viel Zeit. Nicht viel Zeit. Let's go. Das wird so ein... Okay. Zeit ist angehalten. Mission, rette Big Ben. Titan Speakerman muss es jetzt schaffen, innerhalb von einer Minute die ganzen Skibidi-Toilets und diese Bomben zu entschärfen. Und einige Skibidi-Toilets sind immun gegen diese Zeitschwäche. Oh nein, 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 nein. Die Magnetos sind sehr schlimm. Oh! Nein! Nein! Wir müssen den normalen großen Speakerman dafür beschützen. Der darf nicht aufgehalten werden. Sonst läuft die Zeit weiter und dann passiert so etwas. Was ist das für eine Musik? Erste Hilfe, Man? Help, Man? Was ist das? What? Also ich weiß nicht, was ich gerade sagen soll. Das ist einfach eine Clownsmaske. Aber wer seid ihr beiden? Bitte. Nein, 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 nein. Nein, Leute, das kann nicht sein. Wisst ihr, wer das ist? Diese Maske ist eine SCP-Kreatur. Ich weiß nicht ihren Namen. Vielleicht war es SCP-6699. Aber es war eine Kreatur mit einer Maske. Und wenn man diese aufzieht, dann hat man Halluzinationen. Und die Maske gibt es, glaube ich, in zwei Versionen oder nur in dieser einen. Nein, hat er sich geopfert? Der hat das irgendwie ausgehalten.
Hä? Oh, das kann ja nicht sein. Bam. Jetzt geht der Kampf wieder los. Titan Speakerman hat immer zu tun. Ah, oh, Mann. Wie sah der unter der Maske aus? Oh, okay, wir sehen, Leute, wie der aussah hinter der Maske. Es war einfach so eine Art Zombie. So eine Art Zombie war es. Okay. Nicht schlecht. Ah gut, hier sehen wir es ja nochmal. Oh nein. Die Drill Woman. Nein. Start, Boom. 1 Minute 19. Oh mein Gott. Warum kann er... der Titan Clockman nichts machen. Sie muss... Oh mein Gott. Also die Mission ist jetzt so. Die Drill Woman jagt jetzt gerade diesen Skibidi Toilet, der die Fernbedienung hat, um die Explosion zu stoppen. Es gibt zwei Optionen. Entweder bei dem Kampf explodiert die Sache oder sie kann es noch gerade rechtzeitig schaffen. Ah, es geht schneller. Nein, da war ein Sticker, auf dem stand Stop Boom, aber ich glaube, ich weiß, was das hieß. Nicht Stop Boom, sondern... wie heißt das? Faster! Schneller! Nein! Titan Speakerman, Titan Clockman. Ich meine, großer Clockman. Wir brauchen deine Hilfe. Oh nein. Na los, alle Kraft zusammensammeln. Bam, komm schon! Okay, Beeilung. Beeilung, Bruder. Beeilung, Alter. Reiße raus. Nein. Nein! Noch 2 Sekunden, dann war's das. Oh mein Gott. Einfach Blockbuster. Verliebt? Verliebt einfach. Wer ist TV Woman? Drill Woman? Wer schreit da? Ey, wenn jetzt ein Siren Head kommen würde, was ich mir in diesem Universum so sehr wünschen würde, das wäre das absolut krasseste. Dann raste ich aus. Das ist das Szenario, wo ein Siren Head eigentlich kommen sollte. Was passiert? Der Titan Drillman ist größer und stärker als jemals zuvor. Und er ist dort. Er hat das Ausmaß einer gesamten Stadt schon fast angenommen. Es ist einfach der Rhino. Ich nenne ihn jetzt offiziell einfach Rhino Drillman. Oder God Drillman. Okay. Achtung, Kanonenkugeln! Wir werden nichts schaffen. Er besteht aus Titan. Dem stärksten Metall. Und der wird einfach aufgegessen. Boah, let's go. Oh nein, Big Ben schlägt. Alter. Junge. Was geht hier ab? Oh, das ist schon krass. Und runterspülen. Was passiert? Wait. Das müssen wir mal kurz analysieren. Was war das? Da hinten, Leute. Da ist der normale Clockman. Und sie müssen diese Uhr beschützen. Ich habe nicht gewusst, dass diese Uhr so wichtig ist. Das ist deren Basis, ja. Aber wenn diese Uhr gefallen wäre... Boah. Guckt euch an, wie riesig der ist. Er gibt so Schulterklopfer mit dem Bohrer. Sieht auch ein bisschen aus wie so ein Big Daddy aus Bioshock. Und im Inneren des Uhrenturms... Oh nein! Nein! Aber er zerfällt. Ja, ich würde mal sagen, Bruder, reinige mal deinen Staubfilter. Der ist auf jeden Fall schon durch die Werkstatt fällig. Der ist jetzt deutlich kleiner geworden. 2 geheime Agenten, Skibidi Toilets? Was wollt ihr denn? Okay. Irgendwie erinnert er mich ein bisschen an Imperator Palpatine aus dem Star Wars-Universum. Es würde sehr passen. Der Wissenschaftler ist Palpatine. Und Darth Vader ist Skibidi Toilet Boss. Ich meine, selbst er hat rote Augen.
Das sieht ja auch aus wie bei Star Wars. Jabba the Hutt. Nein. Jetzt kommt's. Jetzt muss eine Star Wars-Anspielung kommen. Irgendwas. Komm schon. Wo geht er hin? Es geht tiefer rein. Wir werden jetzt irgendein Geheimnis erfahren. Ein dunkles Geheimnis. Du bist nicht müde geworden, zu verlieren, alter Mann. Silence! Not that it was my idea, but you could at least try to last longer. Du hättest ein bisschen länger einfach aushalten können. Wer ist die? Ist es Bayonetta oder was ist das? Bald. The clocks will fall. Alter, was ist das für eine Folge? Wir haben jetzt auch noch einen sprechenden Charakter im Universum. Ich bin da prinzipiell nicht dagegen, aber ich mag das lieber nicht, wenn ich es auf Englisch höre, weil ihr wollt es ja auch auf Deutsch alle verstehen. Aber Alter, das war auf jeden Fall die neuesten Episoden zum Skibidi Toilet Multiverse. Folge 1 bis 20. Wenn ihr möchtet, dass wir auf mehr dieser Folgen reagieren, dann Leute, lasst einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal. Und ganz wichtig, checkt meinen zweiten Kanal ID ab. Ihr könnt auch gerne ID Blocks abonnieren. Der kommt ja auch hier zu dem Kanal, Leute, gerne. Also ich verlinke euch mal die Kanäle. Also, Leute, ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr, falls ihr bis hierhin noch geschaut habt und schreibt gerne Skibidi in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ideas raus und ciao!